In dieser Late-Night-Show reden wir über das Drittanbieter Cthulhu, Abenteuer der Schlund und über das Brettspiel zu Tales from the Loop. Meine Hobbys sind seit intensiv und teuer. Meine Hobbys sind seit intensiv und teuer. Meine Hobbys sind seit intensiv und teuer. Dossier Nummer 1. Der Schlund ist ein Abenteuer für Cthulhu oder ähnliche Spiele, über das wir hier schon mal geredet haben und das wir schon unboxed haben. Denn dieses Abenteuer gibt es in verschiedenen Versionen und die Deluxe-Version hat eine ganze Reihe an Handouts, wobei das vielleicht den falschen Eindruck erweckt, falls ihr den Livestream oder den Zusammenschnitt daraus noch nicht gesehen habt. Denn es handelt sich nicht einfach um ein paar Stücke Papier, sondern tatsächlich auch dreidimensionale, anfassbare, liebevoll gestaltete Dinge, die man den Spielenden in die Hand drücken kann und die sie dann tatsächlich untersuchen können aus allen Richtungen. Das Abenteuer ist von etwas, das nennt sich Obscuriat Walser. Das ist eine Gruppe von Autoren und Leuten, die an den Handouts arbeiten und das Design machen. Und naja, das heißt Dossier Nummer 1. Das heißt, ich gehe davon aus, dass vielleicht noch mehr dazu folgen. Und das Abenteuer gibt es auch in verschiedenen Versionen. Nicht nur in mit Props, ohne Props, mit unterschiedlichen Props, sondern es gibt es auch mal mit Regeln und ohne. Das Abenteuer ganz ohne Regeln kann man auch tatsächlich physisch gedruckt bekommen vom Obscuriat. Aber das mit Regeln, die tatsächlich dann einfach die Cthulhu-Regeln sind, gibt es über Drive-Thru im Miskatonic Repository. Das ist im Grunde sowas wie die DMs Guild für Cthulhu. Das heißt, da darf man dann tatsächlich auch die Spielanteile und die Regeln verwenden. Aber das kann man nicht einfach drucken als Drittanbieter und an Leute rausgeben. Daher die Trennung. Wir haben alle Versionen hier vorliegen, weil sie uns auch zugeschickt wurden. Und wir haben dann mit einer Mischung aus beiden gespielt, mit den Werten aus dem ausgedruckten PDF und mit dem übersichtlich gestalteten Buch in der Hand. Das Abenteuer an sich, der Schlund, dreht sich auch wirklich um einen Obscuriat Walser. Das ist ein Herr, der eben seltsame Dinge aus der ganzen Welt, die sich Mythen und magische Geschichten ranken, an Sammler verkauft. Und man spielt Leute, die für ihn arbeiten. Also man kann rein theoretisch auch eigene Charaktere spielen, aber vorgesehen ist eigentlich schon, dass man zwei mitgelieferte Figuren spielt, die eine Restauratorin und ein Typ, der Dinge transportiert und sich so um alles kümmert, sind, die für den Herrn Walser arbeiten. Und der beruft einen ein und sagt, hey, ich habe auf eine Lieferung gewartet von einer Tontafel aus Ägypten, auf die ich tatsächlich schon seit vor dem großen Krieg warte. Jetzt endlich konnte das Ding ausgeführt werden, aber es ist hier nie angekommen. Bitte finde doch mal raus, was damit passiert ist. Und dann teilt sich das Abenteuer in zwei Hälften. Eine davon ist reine Untersuchungsarbeit. Man versucht rauszukriegen, was ist mit diesem Päckchen passiert. Wer hat das vielleicht entwendet oder ist das irgendwo vom Zug gefallen? Wer könnte Interesse daran gehabt haben, das abzugreifen? Und dann kann man Stückchen für Stückchen ein bisschen aufblättern, welche Leute da ihre Finger im Spiel haben und wo dieser Gegenstand gelandet sein könnte. Und dann gibt es irgendwann den Bruch und dann fängt der harte Mythos-Teil an, der einen regelrecht an einen anderen Ort entführt. Ich will hier aber auch nicht zu groß spoilern. Ich muss aber sagen, dass das eine Aneinanderreihung von Situationen ist, die man kennt, würde ich sagen. Es ist inspiriert direkt von Kurzerzählungen aus dem Cthulhu-Mythos, aus dem sich aber auch schon Jahrzehnte an Cthulhu-Abenteuern bedient haben. Das heißt, man hat da teilweise die Sachen vielleicht nicht 1:1, aber 0,8:1 schon gesehen. Und dann wird ein bisschen Fallengänge à la Indiana Jones und ein bisschen Ermitteln in einer deutschen Kleinstadt mit hineingemischt und fertig ist das Ganze. Dabei ist ein bisschen schade, dass die geschriebenen Charaktere, wir haben das ganze Test gespielt, es wird demnächst auch noch ein Let's Play geben, das ihr dann auf unserem Let's Play-Kanal finden wird, dass diese Charaktere gar nicht so gut ankamen bei den Leuten, die sie spielen, weil zum Beispiel der weibliche Charakter ziemlich eindeutig von Männern geschrieben wurde. Oder zumindest war das der Schluss, der uns unterkam und der andere ein bisschen ein Self-Insert von einem der Autoren ist. Und als Spielleitende muss ich auch sagen, dass der Ermittlungsteil funktioniert, aber auch gar nicht so viel Überraschungen bietet, sondern relativ viel Cthulhu-Standard. Oh, und dann haben die Leute seltsame Dinge gehört. Und dann ist jemand dorthin gegangen, dann gehen wir jetzt auch dorthin. Und zwar sich frei aufgebaut ist und gut strukturiert, aber gar nicht so viel Freiheit bietet, weil man an jedem Ort im Grunde nur eine Spur findet, die zum nächsten führt. Manchmal zwei. Und dann kann man sich entscheiden, in welche Reihenfolge man sie angeht.
Und dass dann am Ende die Fallen und was dort passiert, relativ seltsam bzw. jenseits der Suspension von Disbelief sind, wie das Ganze funktionieren soll, weswegen ich das alles ein bisschen zusammengestaucht habe. Aber das werdet ihr im Let's Play auch sehen, wo wir noch ausführlicher drüber reden und über die Stärken und Schwächen dieses Abenteuers sprechen. Das Layout finde ich tatsächlich gut und es ist schön überschaubar mit klaren Abläufen, wann ist was passiert in der Vorgeschichte. Und was sind jeweils die Schlüsselinformationen und die zusätzlichen Informationen, die man an einem Schauplatz bekommen kann? Tatsächlich im Direktvergleich mit offiziellen Cthulhu-Veröffentlichungen ist das hier vom Layout und von der Aufbereitung her und auch von der Bebilderung her sogar absolut vorbildlich. Auch mit so durchdachten Dingen, wie dass man die NSCs, denen man begegnen kann, tatsächlich hinten drin nochmal hat zum Rauskopieren oder zum Ausschneiden, dass man die so als kleine Aufstellerchen hinpacken kann oder an seinen Meisterschirm hängen, sodass die Leute immer sofort Namen und Bilder sehen. Das ist also tatsächlich mit sehr viel ja Wohlwollen gegenüber der Spielleitung geschrieben und aufbereitet, die damit dann einen leichten Job hat, das fast vom Blatt wegzuspielen und alles darin zu verwenden. Aber seien wir ehrlich, egal wie gut das hier aufbereitet ist im Layout, man will dieses Abenteuer in der vollständigen Version wegen den sehr, sehr schicken Goodies. Da sind Postkarten dabei, da sind Briefe dabei, die alle in unterschiedlichen Papieren gemacht sind. Da ist tatsächlich ein echter Papyrus dabei, der tatsächlich auf Papyrus gemacht ist. Das Artwork, das da verwendet wurde, ist wirklich ausgesprochen schön. Und ich weiß noch, als wir es unboxed haben, haben wir bei jedem neuen irgendwie gegiggelt. So, oh, guck mal, ich erkenne das, ich weiß sofort, was das ist. Das heißt, wenn ihr in Cthulhu schon ein bisschen drin seid, werdet ihr eure helle Freude damit haben. Und gerade dann ein Kernstück, ich werde jetzt nicht spoilern und diese Box hier aufmachen, aber das Kernstück kommt hier in der Box und ist wirklich ein hochwertiges, dreidimensionales, cooles Ding, das man anfassen und umdrehen und damit spielen kann. Und jetzt kommt mein kleiner Kritikpunkt daran. Gefühlt die Hälfte allein aller Handouts bekommen wir in der ersten Szene einfach auf einem Schreibtisch liegend präsentiert. Als ich das Ganze beim Unboxing gesehen habe, dachte ich, das wird man Stück für Stück entblättert bekommen und im Rahmen dieses Abenteuers in die Hand gedrückt kriegen oder irgendwo finden. Das gilt auch für ein paar dieser Zettel und Gegenstände, aber die allermeisten kriegt man direkt in so einem Infodump, bam, auf den Tisch gehauen. Und viele davon sind zwar schön, aber gar nicht wirklich weiter wichtig für das Abenteuer. Dass eine wirklich toll gemachte Karte mit einer altmodischen Faltung drin, die einfach die Umgebung der großen Pyramiden zeigt. Aber das ist gar nicht wichtig für das Abenteuer. Außer, dass es ein genereller Hinweis ist, dass es um Ägypten geht. Aber das sagt die Person, die in dieser Szene als nächstes in den Raum kommt, quasi im ersten Satz, dass es um Ägypten geht und um ein Artefakt, das aus der Region von den Pyramiden stammt. Also es ist so, diese Sachen sind so schön gemacht, mit so viel Liebe zum Detail, dass ich mir gewünscht hätte, sie wären besser eingebunden und vor allen Dingen auch besser verteilt über das Abenteuer. Das Glanzstück dieser ganzen Sammlung, das in dieser Box versteckt ist, das kriegt man erst ganz zum Schluss in die Finger. Und hat es dann vielleicht 5 Minuten oder je nachdem, wie sich diese letzte Szene zieht. Und die Box selber, inklusive der Gestaltung mit Aufklebern und allem, was dazugehört, die wir wirklich hier aufgemacht haben, die bekommt man auch gar nicht zum Blick im Abenteuer. Und das ist so, ich hätte mir wirklich gewünscht, dass das besser ineinander greift. Die Verpackung ist einfach toll und total fantasieanregend. Und das Abenteuer, das sie dann verwendet, ist leider, das muss ich sagen, relativ 0815 und hat eine etwas seltsame, ein seltsames letztes Drittel, das mir auch gar nicht so gut gefallen hat. Und dann kommt noch hinzu, dass wir beim Spielen bzw. beim Durcharbeiten dann an den Punkt kamen, wo ich einen Ausschnitt laut vorgelesen habe, erst Nico, um rauszufinden, ob ich da irgendwie das seltsam lese, und dann den Mitspielenden, nachdem wir das Abenteuer durch hatten. Es gibt nämlich einen Abschnitt in der Schlund, der sich einfach nur darauf bezieht, was Railroading ist und dass es hier nötig ist und dass die wahre Kunst der Spielleitung, das steht tatsächlich da, ist, einfach zu verbergen, wenn die Spielenden in eine Richtung gezwungen werden, indem man ihnen Würfelwürfe vorenthält bzw. unter verborgener Hand ablegt. Und falls ihr ja unsere Worldbuilding bzw. unseres L-Tipp-Videos schon mal gesehen habt, dann wisst ihr vielleicht, dass ich das nicht für die höchste Kunst der Spielleitung halte.
und auch nicht bei Cthulhu und ist vor allen Dingen für keine wirklich zielführende und sinnvolle Annahme halte, dass meine Geschichte, die ich mir als Spielleitung ausgedacht habe, überlegen ist über dem, was aus der Interaktion entstehen kann. Und deswegen muss ich meine Story durchsetzen, inklusive meiner Fallengänge, anstatt rauszufinden, was vielleicht die Ideen meiner Mitspielenden wären. Es ist also quasi die Antithesis zum Player Empowerment, die da in einem Absatz zusammengefasst wird. Und das kann vielleicht einfach unglückliche Formulierung sein, aber bei mir hat es einen leicht bitteren Nachgeschmack hinterlassen. So oder so. Wie gesagt, wir haben noch ein Let's Play von dem Abenteuer, wo wir auch nochmal genauer auf einzelne Parts eingehen, wie zum Beispiel auf die vorgeschriebenen Charaktere, wie gut der Ermittlungspart funktioniert hat, wie schön die Handouts sind, wie gut es sich tatsächlich übersichtlich spielen lässt. Und ich muss am Ende sagen, dass die Props, die Aufmachung, die Übersichtlichkeit bekommen 9 Punkte von mir und das Abenteuer 5. Und weil die Props schon größtenteils nur im Rahmen dieses Abenteuers Sinn machen und nur wenige davon außerhalb noch gut zu verwenden werden, fürchte ich, dass das Abenteuer dann insgesamt die Note auf eine 6 von 10 möglichen Punkten runterzieht. Aber versöhnlich am Ende noch, es ist ja im Grunde ein Erstlingswerk. Dossier Nummer 2 spricht uns vielleicht noch sehr viel mehr an. Wenn man schon die Stärke hat von Prop-Makers, die so schöne Sachen machen, würde ich mir einfach wünschen, dann kann auch die Story Stulle sein, wenn es Escape Room-artig wirklich diese Props benutzen würde, dass man mit ihnen interagieren muss, dass man sie auf eine bestimmte Art und Weise falten muss oder ein Puzzle aus ihnen zusammensetzen oder tatsächlich Worte auf ihnen abzählen, weil so sind sie einfach nur da und man kann sie angucken und sagen, oh, toll. Und das war's, wie man mit ihnen interagiert. Da wäre noch so viel mehr an Potenzial drin. Und es ist so ein ganz seltsamer Drang, dieses, das geht doch, da kann man doch mehr rausholen. Okay. Schauen wir, ob es beim nächsten Abenteuer ein bisschen anders läuft. Wechseln wir das Thema. Ich lege den Schlund beiseite und ziehe mir Tales from the Loop, The Board Game, heran. Was, wie viele solcher Themenbrettspiele ein Crowdfunding war. Tales from the Loop ist auch ein Artbook und ein Rollenspiel und eine Streaming-Serie und beruht alles samt auf einer ganzen Reihe von Artworks, die ein 80er-Jahre-Setting mit Robotern und seltsamen riesigen Maschinen und Kindern, die damit interagieren, zeigt. Das Rollenspiel haben wir zum Beispiel auch schon ein paar Mal hier testgespielt. Das findet ihr auch, die Let's Plays. Und dementsprechend waren wir neugierig, wie das Ganze als Brettspiel funktioniert. Die Idee dahinter ist, dass man die Umgebung des sogenannten Loop, was ein Teilchenbeschleuniger in Schweden ist, als Brettspiel hat, als Spielbrett hat, so rum. Und darauf seine Kinder, die halt so Archetypen entsprechen, wie Außenseiter, Metalhead, Geek, Jock, der Typ vom Bauernhof und so weiter, dass die alle hier in die Schule gehen müssen, aber dann passieren seltsame Dinge und sie müssen sich über dieses Brett bewegen, auch in die Bereiche, die orange umrundet sind. Da herrscht eine erhöhte Sicherheit, um zu ermitteln und rauszufinden, was los ist. Und nebenbei müssen sie noch ihre Hausarbeiten machen und Schule vorbereiten. Und dabei werden dann hier diese Stellräder gedreht zwischen quasi Hinweisen, die man gefunden hat und Nachteilen, die sich ergeben haben dadurch. Und das ist ein Wettrennen für jede Mission. Es sind ein paar davon hier als Kartendecks, die man dann Stück für Stück aufdeckt, je nachdem, was passiert. Und die einem neue Aufgaben geben, gibt es dann verschiedene Sieg- und ja Verlustbedingungen. Und die Regeln ansonsten sind eigentlich recht einfach, aber nicht gut erklärt. Falls ihr die Folge geschaut habt mit Black Rose Wars, wo ich darüber geredet habe, wie gut die Regeln dort tatsächlich funktionieren und dass man sie so spielen kann, wie sie drinstehen, weil sie alle Eventualitäten im Kopf haben und man nicht auf BoardGameGeek gucken muss, wie es eigentlich gemeint war, da flog kurz Tales from the Loop durchs Bild, weil es das Gegenbeispiel ist. Inklusive, dass wir uns da reingearbeitet haben und irgendwann sagten, Moment, in welcher Reihenfolge handeln wir eigentlich? Und es steht in diesem Regelheft nicht drin. Man muss online schauen und dann findet man so diese typische Situation. Man findet, dass irgendjemand in einem Reddit-Thread vor 2 Jahren oder einem Jahr oder so irgendwann mal eine solche Frage gestellt hat und jemand anders geantwortet hat, dass die Designer irgendwann mal im Interview gesagt hätten, es wäre gleichzeitig. So ein Spiel ist das. Es hat schönes Spielmaterial. Das ist alles hochwertig. Man hat hier wirklich aus richtig dicker Pappe einzelne Brettchen, die man auslegen kann, die zusätzliche Orte
und Möglichkeiten, dort Handlungen zu vollziehen, eröffnen. Man hat Aufsteller für die einzelnen Kids und Holzwürfelchen. Das hat alles so hochwertiges Kinderspielzeug-Vibes. Das könnte man irgendwie, also unter 3 Jahren nicht geeignet, aber ab danach könnte man es auch irgendwie Kids in die Hand drücken, weil das alles ungiftig und schön und aus Pappe ist und bunt und hochwertig. Und es gibt auch Miniaturen für die Maschinen, die durch die Gegend ziehen. Und ich glaube, für viele war das mit einem der Hauptanreize, dieses Spiel zu kaufen. Es gibt ein paar Minigames, die relativ komplexe Hacking, mit dem man diese Maschinen oder andere Dinge kurzschließen kann, wo man jeweils unterschiedlich so dominosteinartige einzelne Teilchen zieht und dann passende Proben dazu ablegen muss. Und das klingt jetzt spannend, aber es dauert viel zu lange und es bringt meistens wenig, weil man gar nicht so viele Züge insgesamt hat, beziehungsweise Tage, über die diese Geschichte spielt, dass es einem so viel bringt, eine Maschine tatsächlich gehackt zu haben. Das heißt, wir haben es gespielt und wir haben festgestellt, jetzt haben wir Lust auf Tales from the Loop als Pen and Paper zu spielen. Aber als Brettspiel bringt es als einzige Stärke mit, dass es hübsch anzuschauen ist und diese Miniaturen hat. Aber die Einschränkungen, die teilweise schlecht oder nicht erklärten Regeln, dass viel von den Aktionen, die man machen kann, gar nicht so viel Sinn ergeben, dass viel auch im Ablauf von dem, was passiert, in den einzelnen Missionen missverständlich ist, sodass wir es uns teilweise zu schwer oder zu leicht gemacht haben. Das ist irgendwie schade. Und man könnte jetzt sagen, ja, die Regeln stehen nicht im Vordergrund bei dem Spiel, sondern es geht ja darum, eine Story zu erzählen, eine von diesen Mystery-Geschichten, die man auch im Pen and Paper hat. Und das versucht es auch. Aber es läuft darauf hinaus, dass man über den schönen Plan läuft und immer wieder die gleichen Proben ablegt und damit, wenn man einen Schwellwert erreicht hat, an genügend erfolgreichen Proben, dann eine weitere Storykarte freischaltet. Aber die Stories, die darauf erzählt werden, sind erstens so knapp gehalten und zweitens auch gar nicht spannend, sodass man irgendwie nicht wirklich den Reiz hat, die monotone Regelabfolge immer wieder zu machen, um in der Story voranzukommen. Also wir haben mehr oder weniger mitten in der Erzählung schon ein bisschen die Lust verloren. Es gibt eine Handvoll an Stories, die man hier spielen kann. Und ich glaube, wenn man die durch hat, dann ist es auch vorbei, weil diese relativ dünnen Geschichten nochmal zu spielen, also wenn ihr nicht ein relativ schwaches Gedächtnis habt, lohnt sich das nicht. Also insgesamt ist Tales from the Loop als Brettspiel leider ein bisschen enttäuschend. Schönes Spielmaterial, vielleicht kann man das irgendwie noch anderweitig verwenden, zum Beispiel für das Pen and Paper. So zum Beispiel die Miniaturen und den Plan. Aber ich habe jetzt keinen großen Drang, das nochmal zu spielen. Und dementsprechend landet das bei einer 5,5 von 10 möglichen Punkten. Wenn ihr echt große Fans seid und ihr die Miniaturen wollt, dann vielleicht. Gut, das war's. Ich verabschiede mich. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und die Geduld. Und meine leichten Rants über das Benutzen von schönen Props bei beiden dieser Spielen. Passt auf euch auf, macht's gut und wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Wo darf ich mich denn? Kommt hierher. Vor dem Pilz. Genau. Setzt euch oder stellt euch zum Pilz. Atem, Sporen, Vision! Bravo, bravo! Ich will aber auch nochmal feststellen, Marie, dass du bei Cthulhu immer sehr aufgehst, glaube ich, auch sehr deinen Spaß hast, das ich sehr gut zu beschreiben. Ich mag eklige Dinge. Ja, aber das, das merkt man so. Vielen Dank für die Finger im Mund, das war sehr cool. Ja, ich dachte mir, du hast da auch Spaß dran, weil ich weiß ja, welche so Rollenspiele und Bücher du magst, ja. So, jetzt seht ihr auch mal, wie kaputt ich aussehe, weil ich eben 2 Minuten gerannt bin. Das reicht ja schon, wenn ich außer Atem bin. Wo sind die hin? Wo sind unsere Essens hin? Ich fürchte, ich habe ihnen zu deutlich gesagt, sie sollen da reingehen. Das ist auch was öfter mal auf La passiert. Man verliert seine Spielenden. Meistens haben wir sie wiedergefunden.